Moin Moin und herzlich willkommen hier auf finanzmarktwelt.de. Mein Name ist Michael Borgmann, ich bin technischer Analyst und Journalist und momentan bin ich am Gold schürfen. Nein, nicht wirklich, aber ich habe mir jetzt mal so ein paar Minenaktien angeschaut. Hier gab es ja die Tage jede Menge Newsflow. Newmont Mining ist ja dabei, Goldcorp zu übernehmen. Scheinbar schmeckt das Ganze aber dem Management von Barrick Gold nicht so wirklich. Dann haben die angefangen und haben einen größeren Stack von Newmont Aktien gekauft und haben dann so ein etwas seltsames Übernahmeangebot rausgehauen, was eigentlich, ja, ich glaube, fast 10% unter dem damaligen vor ein paar Tagen herrschenden Aktienkurs von Newmont Mining überhaupt nur lag. Das war sehr ungewöhnlich. Normalerweise gibt es ja immer Aufschläge bei Übernahmeangeboten, dass man einfach sagt, ich übernehme dich zum billigeren Preis. Das habe ich so, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Okay, jetzt muss man natürlich schauen, was steckt da wirklich hinter. Das wird unser einer sicherlich nicht eruieren können, aber ein bisschen kurios ist das Ganze schon. Und vielleicht möchte Barrick einfach platzhirsch bleiben und möchte nicht, dass neben ihm noch so ein weiteres sehr, sehr großes Minenunternehmen existiert, was vielleicht sogar irgendwann mal größer als Barrick sein dürfte. Muss man mal schauen, wie sich das weiter so entwickelt. Insgesamt gibt es aber bei Barrick zumindest einen interessanten Chart, ein interessantes Chartbild und da dachte ich mir, werde ich mal heute eine Analyse zu verfassen. Da gab es Mitte Januar mal eine Analyse. Da war der Kurs hier im Bereich 11,50, 11,80. Diese Kerze ist Blödsinn. Das gab es so nie. An dem Tag war der Tagestiefskurs 11,52 an der New York Stock Exchange. Also die Kerze einfach ignorieren hier, was sie hier verloren hat, weiß ich nicht. Und dort war präferiert, dass der Weg nach oben gesucht wird in Richtung 13 Dollar. Das hat die Aktie dann auch mehr oder weniger direkt umgesetzt, sind dann sogar leicht drüber und später sogar knapp über die 14 gegangen. Jetzt sind wir aber wieder zurückgelaufen in diesen Bereich rund um 13 Dollar. Und gestern gab es hier eine vermeintlich bullische Hammerkerze. Was es damit auf sich haben könnte, wie die weiteren charttechnischen Wege aussehen, dazu dann mehr nachher in der Analyse. Dankeschön und tschüss.